Wir sind für Sie ins Stadion gegangen und begrüßen Sie. Mein Name ist Manni Beugmann, neben mir sitzt Frank Buschmann. Ich freue mich wie ein Schnitzel, endlich mal wieder eine Top-Begegnung und hoffentlich klasse Fußball. Gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gareth Bale ist jetzt allein. Das ist das Tor! Kurzes Fazit. Eine Chance, ein Treffer. Ja, und damit haben wir hier die Führung für die Mannschaft von Real Madrid. Ronaldo ist jetzt ganz allein. Cristiano Ronaldo. Schöne Flanke. Suboptimal gelöst das Ganze. Das ist leichte Beute für die Verteidigung. Di Maria. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Und Achtung, genau hingeschaut. Die Chance. Auwei, der schlägt die Flanke genau auf den Verteidiger. Jetzt gehen sie aber Risiken ein da hinten. Aber hier nochmal ein Glück. Abseits. Khedira. Benzema. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Cristiano Ronaldo. Guck mal hin! Musste er den jetzt verziehen? Nein, wenn er richtig zum Ball steht, nicht. Der Kollege durch. Das könnte gefährlich werden, denn der schießt immer sofort und platziert. Super, wie er den Kopfball rausgeholt hat. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Khedira. Die sah im Ansatz gut aus, die Flanke. Aber jetzt hat der Gegner die Kugel. Das funktioniert gut, das Spiel ohne Ball. Benzema. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Der Torwart sollte schlecht aussehen. Aber es ging anders aus. Und da kriegst du Ärger mit deinem Trainer, wenn du die Chance so liegen lässt. Khedira. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Da stand er genau da, wo er zu stehen hat. Die Flanke kommt nicht durch. Toll, wie er das macht und... Mit der Flanke sucht er Christ... Und Tor! Das ist eine Situation, die sie vermeiden wollten. So einen Rückstand, den holst du nicht jeden Tag auf, besonders nicht im EA Cup. So langsam muss es bei ihnen aber Klick machen, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Der hat ja schon zweimal getroffen. Das ist einfach perfekt gespielt. Die Hereingabe, exzellent. Der Abschluss noch besser. Ein klasse Tor. Welche Mannschaft hatte mehr Torschüsse? Wir haben es für Sie ausgerechnet. Ja, die Flanke ist kein Problem da hinten für die Abwehrspieler. Cristiano Ronaldo.
Benzema. Solche Spieler kriegst du kaum unter Kontrolle. Immer wieder steht er im Strafraum. Achtung! Und jetzt hat sie es. Das Tor! Er hat den Tag der Tage erwischt. Sein drittes Tor am Stück. Unfassbar, wirklich, der Mann hat einen Lauf. Diese Führung kannst du fast schon als Ruhekissen benutzen. Balleroberung im Mittelfeld. Cristiano Ronaldo. Ganz schwaches Zweikampfverhalten in dieser Situation. Tja, und bei diesem Ballverlust, da sieht er ganz schön alt aus. Reus. Marco Reus. Und diese Flanke zu gönnen ist es ihnen, ohne Frage. Im Tiefflug knapp oberhalb der Grasnarbe, sensationell. Ja, das ist einfach super gemacht. Genau gesehen, wo die Kugel hinkommt, im richtigen Moment hochgestiegen, genau platziert, ein Traumtor. Schnelles Passspiel. Er sucht hier Cristiano Ronaldo. Und da wird Cristiano Ronaldo mit dem Ball ins Aus befördert. Benzema. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Reagieren. Normalerweise muss er die Abwehr jetzt ein bisschen umbauen, denn da hat er schon zwei Tore gemacht. Und in dieser Situation wird einfach mal der Mut belohnt, es aus einem solchen Winkel zu probieren. Ein tolles Tor. Unglaublich, die Bälle fliegen reihenweise ins Netz. Ja! Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können, aber er hält ihn fest. Kaum fassbar, kaum nachzuvollziehen. 6 Tore in der ersten Halbzeit, 3:3 der Pausenstand. Jetzt muss nur noch ein bisschen Risiko dazu kommen in der zweiten Halbzeit. Da wird es ein richtiges gutes Fußball. Die Zuschauer sind erwartungsfroh, die zweite Halbzeit läuft. Gündogan. Lajikowski bewegt den Ball. Schmelzer. Ball getrennt. Piszczek. Bender. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Blażikowski. Und sein Körper rollt der Ball ins Tor. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Versucht's per Kopf. Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball geben. Kopfball. Das war Mats Hummels. Sie machen Druck. Das kann ja nicht mehr lange dauern. Dann fällt er, der Führungstreffer. Und wieder ist er auf dem Posten. Er ist wirklich schier unüberwindlich. Es bleibt beim Unentschieden. Marcelo.
Benzema. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Khedira. Modric. Da hat er abseits gepfiffen. Modric. Jetzt greift er ihn an. Schöne Flanke. Abgefälschter Ball und im Aus. Das wird Ecke geben für Real Madrid. Und er faustet den Ball weg. Ja, klasse Aktion des Keepers. Und wieder verhindert er den Rückstand. Es bleibt beim Unentschieden. Modric. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Di Maria. Sergio Ramos. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Gareth Bale ist jetzt allein. Der Steilpass als sofort abgezogen und... Der ist drin! Mit diesem Tor hat sich das Blatt zu ihren Gunsten gewendet. Entweder du machst jetzt hinten dicht oder du setzt noch einen drauf, um den Sack endgültig zuzumachen. Da macht er das Ding rein. Und wo steht er da? Genau richtig. Unglaublich. Also das ist wirklich dieser Instinkt, am richtigen Ort zu sein. Die Karten werden nochmal neu gemischt. Es gibt jede Menge Auswechslung. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Benzema. Łażikowski bewegt den Ball. Schmelzer. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Łażikowski bewegt den Ball. Benzema. Ja, eigentlich beidfüßig sein, aber er hat einen schwachen Fuß. Ja, also den kann er aber auch wirklich nur dazu haben, dass er nicht umfällt, denn auch mit dem Schwächeren sollte man das Ding machen. Cristiano Ronaldo. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Das hat er geahnt oder im Augenwinkel gesehen. Da springt er hoch und der Gegner grätscht ins Leere. Ja, perfekt gemacht. Wohl dem, der über ein gutes Auge kommt. Lewandowski. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Nicht nur abgewehrt, sondern gleich auch noch den Ball souverän festgehalten. Dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Oh ja, ein harter Zweikampf. Lewandowski. Schmelzer. Und nun hat Real Madrid den Ball. Lewandowski. Er schwankt und schwankt, aber er will nicht fallen. Spielen wir nach Regeln oder was? Freistoß natürlich. Er trifft hier klar den Gegner. Das war ein Foul. Keine Frage. Und da lag der Schiedsrichter richtig mit seiner Entscheidung, hier abzupfeifen. Da stand die falsche Adresse drauf auf der Flanke. Der Gegner hat den Ball. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Nicht mehr lang zu spielen und sie liegen mit einem Tor in Führung. Aber Manni, Binsenweisheit. Wir wissen alle, im Fußball ist alles möglich. Schöne Aktion. Ja, der Junge ist schlau. Er springt einfach über den grätschenden Angreifer hinweg. Schuss und... Tor!
Also wir wollen den Pfad der Gerechtigkeit nicht verlassen, aber dieser Torwart hat keinen guten Tag heute. Ja, das ist Verunsicherung pur, auch bei diesem Gegentor wieder. Aber ganz ehrlich, überraschend kommt das nicht nach dem, was wir bisher in dieser Partie gesehen haben. Marco Reus. Jetzt ist er und gut blockiert vom Verteidiger. Ja, er grätscht da rein. Isco. Lewandowski. Schön blockiert vom Abwehrspieler. Isco. Benzema. Cristiano Ronaldo. Ja, wenn er jetzt mal ein Kopf größer gewesen wäre. Oder auch zwei Mané, denn an den kann er nicht rankommen. Da muss er 40 cm größer sein. Das ist exzellentes Defensivverhalten, gut gestanden, gut abgelaufen, wunderbar gemacht vom Verteidiger. Pepe. Isco. Bender. Blaszczykowski bewegt den Ball. Sauber geklärt. Pepe. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Und Eckball gibt's. Cristiano Ronaldo. Was für schöne Träume vom Finale. Und sie sind geplatzt. Wie eine Seifenblase, Manni. Und wenn ich mich hier so umschaue, schockierte und ernüchterte Fans.